Weiter geht's mit Watch Dogs und wir wollen zu einem Club. Was ist lächerlich? Na komm. Mann, ist das eine fette Karre hier. Ein Wendekreis, ey. Ich glaube, dann nehme ich lieber die Sportkarre hier. Mit sowas kann ich eher umgehen. Ja, ich brauche ein paar PS unterm Hintern, ey. So ist recht, geht mir PS. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich würde über die Straße schleichen mit der Karre. Platz da. Platz da, hier komme ich. Wow, ich habe eine ganz schöne Wucht mit dem Laster von der Größe und dem Gewicht hier durch die Gegend schleudern kann. Okay, ist ein seltsames Zeichen da. Miss Guzzi. Gut. Ich bin verkleidet. Für den Monsterball. Kontrolle behalten, so wenig wie möglich sagen. Wenn Crispin wirklich so kaputt ist, errege ich Aufmerksamkeit. Nur die Auktionseinladung finden und dann weg. Da blinkt was. Da blinkt was. Elektronische Teile. Und wo bin ich verkleidet? Ich habe meine Rächer, also meine Schattenkleidung an, aber... Das Poppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Wir passen schon auf Ihre Waffen auf. Ich habe mehr als nur eine Pistole. Eigentlich. Mr. Crispin, hier entlang bitte. Wo sind die zugeteilten Wachen, Sir? Die waren zu langsam. Die waren zu langsam. Oh Gott. Yeah, ich kann mich hier noch durch die Bankkunden hacken auch noch. Ah, wie gut. Das muss Crispin sein. Das ist ein kranker Penner. Ich hab was von Kannibalismus gehört. Mit dem What? Oh Gott. Mr. Quinn wollte sicher gehen, dass Sie sich wohlfühlen. In seinem Namen bieten wir Ihnen eine Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Also du bist die Aufmerksamkeit, hm? Wie heißt du? Poppy? Ich weiß, wer du bist. Was du mit Mädchen machst. Nein, es ist nicht. Ist okay. Ich gehe. Mr. Crispin, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Noch eine Störung und Sie sind dran. Ich werde dir nicht wehtun. Komm einfach mit mir. Ich helfe dir. Nein! Die finden mich. Sie sagten, du bist ein Monster. Bist nicht Crispin. Oder? Mein Name ist Pierce. Alter, ey. Also ich glaube, den wird keiner vermissen, oder? Den Crispin. Den wird keiner vermissen. Den wird keiner vermissen. Ich habe dafür gesorgt, dass es nicht zurückverfolgen kann. Ich hoffe, er kriegt schnell.
Was? Mein Spielzeug habt ihr mir auch abgenommen? Waffen okay, aber meine Spielzeuge? Finde ich jetzt uncool. Meine Waffe. Hoffentlich beehren sie uns bald wieder. Oh, ich denke, ich werde wiederkommen. Und wenn es nur ist, um hier ein bisschen aufzumischen. Ich möchte wiederkommen und hier ein bisschen aufmischen. Tu mir einen Gefallen. Ich muss Poppy aus dem Laden rausholen. Ruf den Club an, gib dich als Crispins Assistentin aus. Sag, dass ich wünsche, dass mir Poppy bei der Auktion geliefert wird. Ja, okay. Sie wird da sein. Das regel ich. Vielleicht musste Crispin sterben, aber wenigstens retten wir das Mädchen. Das ist gut, oder? Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht, aber wir holen sie da raus. Yay, in den Abgrund starren. Das ist die Karre. Wieso steht die hier? Hat jemand geliefert? Selbstjustizintervention. Yay. Ich habe einen Ruf bekommen. Das ist supi. 6 Skillpunkte. Wollte ich nicht irgendwas mit... Ich weiß gar nicht mehr. Wollte ich irgendwas skillen? Ich könnte jetzt maximierten Fokus machen. Ich könnte Annäherungs-USVs machen, aber... Die jagen eher mich in die Luft als andere. Von dem her. Fahren brauche ich jetzt eigentlich nie so dolle. Transformatoren. Ja, ich habe mir auch Heli-Abschaltungen mal geholt. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt ist das wirklich doof. Na komm, holen wir uns mal das hier. Geld kann nie schaden. Geld schadet nie. Hier ist ein Fokusbus, das hat das, das. Ja. Dann mal gucken. Bevor wir dann auch im letzten Akt sind, machen wir auch mal die ganzen exklusiven Aufträge hier. Vielleicht hole ich mir dann auch noch... Ach scheiße, das ist weit weg. Und vielleicht hole ich mir dann auch noch den Season Pass. Damit wir da dieses Special Ding machen können. Wo geht's hier raus? Da geht's raus. Chuchu, Motherfuckers, Chuchu. Aus dem Weg. Ich bin der Rächer aus dem Weg. Ach, hier unten ist es mal wieder. Am Containerhafen. Warum wundert mich das nicht so sehr? Wuhu! Autsch! Autsch! Ich gehe zu Fuß weiter. Die 100 Meter kann ich auch laufen. Autsch! Erstmal voll auf die Fresse fliegen, ey. Quinns Auktion. In Benutzung. Die Security ist streng und die Geschichte von dem Autohändler wird sicher bald berichtet werden. Irak finden, seine Marke scannen und nichts wie raus da. Klingt leicht genug. Irgendwas sagt mir, dass es nicht so einfach wird. Jupp, das ist auf jeden Fall. Und oh mein Gott, ey, die Autos sind geil, die hier rumstehen. Den will ich haben. Den da. Ach, ich will alle haben. Wait. Ist das eine Polizeikarre? Ach, das ist ein fucking Polizeiauto. City of Chicago Police Services. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht, dass hier eine Polizeikarre steht.
Das heißt, die Polizei ist höchstwahrscheinlich hier involviert. Ich weiß doch immer, die Polizei hat Dreck am Stecken hier. In Watch Dogs. Naja. Ich bin ein VIP. Und du nicht. Sorry, Mr. Crispin. Wir brauchen Ihre Waffe. Ich will nicht unhöflich sein. Kein Kratzer. Mr. Quinn sagte, Sie würden gern die Ware begutachten. Ich weiß gern, für was ich bezahle. Ich bat darum, meine Ware hierher zu senden. Wo finde ich Poppy? Mr. Quinn weiß von Ihrem Wunsch. Keine Sorge. Sie ist hier. Ich mache Sie mit Mr. Quinns Regeln vertraut. Alle Zahlungen müssen über ein sicheres Konto oder Cash erfolgen. Wenn Sie eins der Mädchen testen möchten, bevor die Auktion beginnt, kostet das eine kleine Gebühr. Das gilt nicht für die Premium Girls. Das würde Ihren Wert verringern, wenn Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Pass auf, dass alles ruhig bleibt, sonst können wir leider nicht verhindern, dass die anderen Kollegen euch ruhig stellen. Unsere Kunden sind ruhig. Ja, ja, überweis einfach die Kohle, ja? So nah bei diesen Gangbängern bekomme ich nur Herpes. Wenn schon. Der Boss ist bald mit denen fertig. Alter, ist echt die Polizei, ey. Moment mal. Ich werde dafür sicher nicht den Kopf hinhalten. Oh, ich kann mich hier rein, irgendwie reinhacken. Cool. Was macht der mit der? Aber nicht, nicht so viel. Ich will nicht, dass mir YouTuber ans Bein pinkelt. Oh, man kann auch so viel zoomen hier. Nicht umdrehen, sonst muss ich da irgendwie was zensieren und ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Ah, gut. Alter, wieso sind die alle oben ohne? Ich habe Angst, es gibt Ärger mit YouTube. Dieses Jahr überlasse ich Irank und seinen Viceroys die Verantwortung für die Auktion. Ja, genau. Wir leisten gute Arbeit beim Drogenhandel in den Wards. Und da will ich auch dabei sein. Ich habe Irank versprochen, dass ich ihn belohne, wenn er sich als verlässlich erweist. Und das hat er. Wenn alles gut geht, muss ich in Zukunft keinen von meinen Leuten mehr dafür abstellen. Je weiter ich mich von all dem distanziere, desto besser. Nächstes Jahr kann ich mich vielleicht ganz raushalten. Die Auktionen haben mir ohnehin nie gefallen. Männer und ihre Libido. Solche Schwächen habe ich mir nie erlaubt. Alter! Lieber... Ich hab echt Angst, so ein bisschen, dass mir YouTube da das Bein pinkeln wird. Holy shit. Are you kidding me? Das ist Mr. Crispin. Ich bringe ihn jetzt zu Mr. Quinn. Wir schicken nicht die ganze Ware auf einmal auf die Bühne. Ein paar werden nur privat vorgeführt. Die sind alle mit einer Nummer versehen. Ist effizienter so. Manche Gäste schauen lieber auf die Monitore. Sie wollen lieber die Bühne sehen, hieß es. Wie hätte ich mich denn sonst davon überzeugen sollen, dass eure Ware gut ist? Macht Platz! Kennt Mr. Quinn mich nicht eigentlich schon? Kennt Mr. Quinn mich nicht eigentlich schon? Ich meine ja nur... Moment, war hier gerade nicht irgendwo, Musik-Hack? Oder habe ich mich... Ja, aber da ist ein Bankkonto. Aha, Bankkonto! Alles ist in Ordnung. So viele Leute, die ich hacken kann. Sollen hier die Geld dabei haben. Auf ihrem Handy. Naja. Ernsthaft, kennt er mich nicht schon als Fahrer für diesen einen Typi da? Oder war das eine Nebenmission? Ne, das war eine Hauptmission, oder? Der kennt mich.
Das könnte böse enden. Und ich habe keine Waffen. Oh je. Und wenn's absolut sein muss, triple checken wir die Penner. Oh oh, ich glaube, man hat die Leichen gefunden. Ich bin sowas von tot. Wo ist hier das Geld? Da ist Geld. Wow, 2400, das war nicht mal ein volles Bankkonto. Oh oh. Bei allem Respekt, Ihre Männer sind verschwunden. Das ist viel zu riskant. Extra Security reicht nicht. Wir hätten absagen sollen. Riskant ist, vor anderen eine Schwäche zu zeigen. Ganz ruhig. Tun Sie, was sein muss. Nur ziehen Sie keine Show ab. Die Männer sind überfordert. Ihre Männer sind ersetzbar, Mr. Eric. Das Geschäft muss laufen. Inzwischen finden Sie den Mörder. Das ist alles. Mr. Crispin? Entschuldigung. Mich. Natürlich. Unser Ehrengast ist da. Mr. Quinn, leider kann ich nicht bleiben. Genießen Sie das Schauspiel? Welches? Das da unten oder das hier oben? Ah, mein Partner Mr. Iraq. Ein loyaler Soldat. Aber noch jung. Was sehen Sie, wenn Sie da runterschauen? Ich sehe, wie jemand seine Macht spielen lässt. Mr. Iraq sieht eine Auktion. Er sieht nur Profit. Die Erfahrung lehrte mich, mich nicht manipulieren zu lassen. Nicht nachzugeben. Sie haben gar keinen Akzent, Mr. Crispin. Oh je. Im Leben vieles lernen, um es so weit zu bringen. Und das alles hatte nichts mit Glück zu tun. Er weiß es, ich bin so gut wie tot. Mr. Crispin. Die trauen dir nicht. Ich weiß, wir gehen. Komm her. Näher. Das Tattoo ist ein Peilsender unter meiner Haut. Ist ein kaltes, effizientes Business. Ich kann das Signal stören. Das war's? Ja. Ich hörte, wie die über Crispin sprach. Sie wissen, dass was nicht stimmt. Du musst jetzt hier raus. Durch den Keller. Komm mit mir. Nein, ich verlasse meine Freunde nicht. Okay. Ich schicke Hilfe. Oh je. Kann ich den ausschalten eigentlich? Ja, kann ich. Takedown! Oh je, oh je, oh je. Na, ja, kommen wir hier noch heile raus? Mehr Lucky Quinn. Die Auktion ist vorbereitet. In 10 Jahren. Und diesmal sind es vorwiegend amerikanische Produkte. Ich denke, die Preise hochtreiben. Ich hoffe es. Sicherheit ist teuer. Die Polizei mag keine heimischen Waffen. Okay, ich muss schnell raus hier. Und gibt schlechte Presse, wenn es rauskommt. Mir ist es ehrlich gesagt. Aber die Kunden, naja, die haben ebenso ihre Vorlieben. Yoshinaka. Sie wehren sich schon seit Jahren. Am Ende muss ich auf ihre Wünsche eingehen, sonst verliere ich sie. Oder noch schlimmer, meinen guten Ruf. Und das kann ich mir nicht erlauben. Nein, natürlich nicht. Gucken, ist hier unten sonst noch was? Irgendwas? Ich schaue mich ja lieber dreimal um. Ist
da? Ist das chemisches Stuff and Stuff? Suche immer so, ich bin ja so vom Mindset her, also hier so, ich bin ja immer so getrimmt, in jeder Ecke könnten Secrets sein. Naja. Nur für den Fall, Bro. Naja, beim nächsten Mal kommen wir dann hier raus. Bis dahin. See ya, Leute.